2023 war keine normale Maisernte. Im nassen Norden mussten der Katana 850 und wir uns durch trockenen Mais und tiefen Boden kämpfen. Die gesamte Kampagne war ein echter Härtetest für das neue Häcksler-Flaggschiff von Fendt. Das Abfahren haben auf unserem Testbetrieb hauptsächlich Raupendamper übernommen. So wurde die Häckselware vom Katana noch halbwegs bodenschonend zum Überladeband am Feldrand gebracht. Mittlerweile 4 Jahre nach dem Aus des Katana 85 hat Fendt den Katana 850 der Generation 3 auf den Markt gebracht. Mit 900er Rädern ist der Katana 3,50 Meter breit. Mit 800 mm breiten Pneus hält er die 3,3 Meter Grenze ein. Fendt verbaut im Katana 850 den 847 PS starken Reihen-6-Zylinder von Liebherr mit satten 18 Liter Hubraum. Die Abgasnachbehandlung erfolgt mit einem SCR-Katalysator. Eine Abgasrückführung und einen Partikelfilter gibt es dafür nicht. Gut gefallen hat uns der optionale Umkehrlüfter, der den Kühler schön sauber hält. Mittlerweile setzt Fendt auf Walzencracker. Der Standard-Air-Cracker hat 300 mm Durchmesser mit 2x148 Zähnen und 30% Drehzahldifferenz. Neben dem großen Wassertank haben wir mit der Mikrodosierung von Schaumann gearbeitet. Der Einzug mit seinen 6 Vorpresswalzen ist wirklich robust gebaut und füttert die Trommel des Katana zuverlässig. Seitlich ist er jetzt besser abgedichtet. Für die Einstellung der Gegenschneide gibt es am linken Aufstiegspodest Drucktaster. Den Turm hat Fendt komplett überarbeitet. Neben der Überladeweite ist auch der Querschnitt gewachsen. Außerdem gibt es große Wartungsöffnungen. Auch ein NIR-Sensor ist an Bord. Im Maiseinsatz waren wir mit dem Camper 490 Plus unterwegs. Die 6 großen Trommeln füttern den Katana 850 mehr als zuverlässig. Da die Bedingungen in der letzten Maiskampagne alles andere als optimal waren, mussten wir leider auf unsere gewohnten Durchsatz- und Schnittlängenmessungen verzichten. Trotzdem hat sich der Katana unter diesen schwierigen Bedingungen wacker geschlagen und uns vor allem mit seiner, ohne dass wir es gemessen haben, guten Häckselqualität überzeugt. Auf etwas besseren Flächen und trockenem, aber homogenem Mais konnten wir mit dem Katana 850 bei 10 mm Schnittlänge Durchsätze von bis zu 250 Tonnen pro Stunde erreichen. Der Dieselverbrauch lag bei 0,6 Liter pro Tonne Frischmasse. Das sind für diese Bedingungen gute Werte, die bei besseren Erntebedingungen sicherlich noch Luft nach oben haben. Die Zwillingsbereifung, die wir eingesetzt haben, gibt Fendt für den Katana übrigens nicht frei. Der Hersteller wollte den Einsatz unter unseren Extrembedingungen aber erproben. Und auch damit machte der Katana eine gute Figur. Die Raupendamper bunkerten knapp 10 Tonnen Frischmasse. Am Feldrand wurde die Silage dann per Überladeband auf Straßenfahrzeuge verladen. So haben wir mit dem Katana 850 in unserem Praxistest im letzten Jahr 200 Hektar Mais geerntet. Alles in allem hat der neue Katana während unseres Härtetests einen ausgereiften Eindruck hinterlassen und konnte mit seiner guten Häckselqualität auch in trockenem Mais überzeugen.